private Braumanufaktur Landskron empfiehlt das Bier des Monats. Aussteigen! Frau Dobmann, Sie wissen doch, alte Maschinen, eine Faszination für mich. Ja, stimmt. Ich kann mich daran erinnern an die historische Straßenbahn. Genau. Übrigens, liebe Zuschauer, bei der Parkeisenbahn gibt es zwei dieser herrlichen alten Dampfloks. Eine davon ist übrigens schon über 100 Jahre alt und die braucht jetzt eine größere, aufwendige Reparatur. Das heißt, jede Spende ihrerseits ist da willkommen. Die Graf Arnim, so heißt die alte Dampflok, da kann man übrigens bei der Parkeisenbahn auch Aktien für kaufen. Wir gehen jetzt ins Parkcafé zum Bier des Monats Oktober. Gut, ich lade Sie ein. Danke. Kommst du? Hallo. Bis danke sehr. Sehr zum Wohl. Dankeschön. Ich sehe den Cottbusser Postkutscher, ein altbekannter Cottbusser. Richtig. Kennen Sie eigentlich gerade den Zungenbrecher? Ein bisschen. Bringen wir es hin? Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten. Ich bring's nicht hin. Sie nicht? Gut, ich hab's für Sie gemacht. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh, sehr süß. Ich nehme an, als Schwarzbier fast ein Frauenliebling mit der Süße so? Möglicherweise, aber auch ein paar Männer trinken das Bier natürlich gerne, weil es eben sehr süß ist. Kommt natürlich hier durch diese Malznote sehr schön raus. Einmal die Farbnote, Röstmalzaroma, sprich so eine ganz leichte Kaffeenote. Und was viele nicht wissen, auch ein Produkt für Figurbewusste, denn 25% weniger Alkohol als unser normales Pilz. Das hätte ich nicht vermutet. Bei Schwarzbier nimmt man ja mal eher an. Es muss kräftig und voll sein, ja. Die Süße kommt aber hier von diesem Farbmalz, von diesem gerösteten Malz her und bindet damit natürlich einfach Kalorien, Anführungszeichen, die ich reingeben muss, weil die Süße einfach da ist. Und damit eben auch für Figurbewusste. Wie kommt es, dass der Cottbusser Postkutscher drauf ist? Hat Cottbus eine Biertradition? Ja, das Bubenschulze wurde eigentlich schon in den 20er Jahren erfunden, und zwar in Cottbus, vom damaligen Braumeister Gustav Schulze, genannt Bubenschulze, deshalb auch der Name. Ja. Dieses Rezept ging aber dann während des Krieges verloren und wir haben es von Landskron 2003 gefunden, wiederbelebt und gerade natürlich speziell für den Lausitzer Raum, Cottbuser Raum wieder angeboten und die Tradition wurde erkannt und honoriert und das Bier wird gerne getrunken. Okay. Wir, liebe Zuschauer, waren heute im Parkcafé Cottbus, direkt im Spreeauenpark. Sie können hier ganzjährig Firmen, Familienfeiern auf Bestellung buchen. Sie haben hier wunderbare Möglichkeiten, direkt Spaziergänge in den Spreeauenpark zu machen oder auch in den benachbarten Branitzer Park. Und Sie können, wie Sie wissen, mit der Parkeisenbahn auch anreisen, direkt bis zum Haltepunkt Parkcafé. Und wir gehen nochmal raus zur Dampflok. Wenn wir ausgetrunken haben, gerne. Und dann kommt noch die Preisfrage für unsere Zuschauer. Nochmal zum Wohl. Zum Wohl. Heute möchten wir von Ihnen wissen, wer ist auf dem Etikett von Landskron Puppen Schulzes Schwarzes zu sehen? A. Der sorbische Zauberer Krabat, B. der Cottbusser Postkutscher oder C. der Herzog Johann von Görlitz. Mit etwas Glück können Sie wieder einen von drei Landskron Bierkästen gewinnen. Rufen Sie uns kommenden Montag ab 13 Uhr an unter 380 390 oder 380 3940. Landskron, so heißt mein Bier. Lieber ein Landskron.